Müssen wir jetzt irgendwie aufkriegen. Einfach auf den Bund throwen? Ja, ja, doch. Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf unserem Kanal. Ja, wir haben uns heute mal gedacht, ein bisschen abgelegener Magnetfischen zu gehen. Wir haben hier so ein paar Sümpfe bzw. ein paar Flüsse und einen ziemlich großen See. Und wie man auch sieht, haben wir nicht so geiles Wetter. Und es wäre schön, wenn es nur Schnee wäre. Nein, das ist natürlich Schneeregen, heißt richtig nass. Aber das zieht uns heute nicht runter. Wir werden jetzt hier schön magnetfischen. Wir werden hier ein paar Spots suchen, um noch ein paar geile Sachen, vielleicht, wenn wir Glück haben, zu finden. Tja, ich hoffe, ihr habt Bock. Wenn ja, dann zeigt es mir mit dem Däumchen nach oben. Schaut in der Videobeschreibung nach, da ist mein Magnet verlinkt. Der The Barbarian und der Haken und alle anderen Utensilien auch. Und unser Instagram ist unten auch verlinkt. Für uns ist das Wetter ein bisschen kacke, aber ich habe richtig Bock, Magnet zu fischen. Wir haben jetzt etwas länger keinen Magnet mehr gefischt, also let's go. Leider ist ein bisschen eingefroren. Ich hoffe, der Magnet, der kommt da durch und lässt sich auch dann gut durchziehen. Gucken wir mal, aber ich denke, das schaffen wir. Ich gehe jetzt hier vorne an den Steg und dann gucken wir da was raus, hoffentlich. Let's go. Ja, also ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir was dran haben, oder? Sieht auf jeden Fall gut aus. Ich würde sagen, vielleicht so ein Tresor? Gibt's nicht. So? Ja, er kommt einfach wieder oben raus. Oh Mann. Nicht möglich. Ja. Zack, zack, zack. Guck mal, da ist was dran. Oha. Was ist das? Ah! Eine Säge! Nice, Freunde, schaut mal. Eine Säge. Das sah erst krass aus, aber so. Ja, stimmt. Nice. So, Freunde, wir haben das erste schwere Objekt. Oder? Ein Stahlträger, ich raste aus. Ach, Manno! Weiter geht's. Oh, Freunde. Alter, es ist so schwer, ich krieg's nicht rüber. Oh, ich komm wegen des Eises nicht hoch. Alter, was ist das denn? Noch nie sowas lange. Ach, Manno! Freunde, wer hat was rausgeholt? Und zwar erst so ein Rohr, war mit dran. Und hier ist eine kleine Mini-Box dran, müsst ihr euch vorstellen. Was könnte das sein? Wollen wir das aufmachen, oder was? Ja, das machen wir auch. Kriegen wir das so auf? Okay, wir gehen erstmal zu dem Ort dahin. Ich will nicht, dass mir da alles rausfällt. Müssen wir jetzt irgendwie aufkriegen. Einfach auf den Bund throwen? Ja? Ja, ist offen. Oder? Nee. Doch, ist aber fast. Ja, fast. Knapp. Jetzt. Nägel? Aber warum? Hat ihr das nicht schon mal? Nee. Das erinnert mich an unseren Tresor. Aber warum denn? Och man, wir finden einfach so eine schöne kleine Box. Die sieht wirklich echt geil aus. Einfach Nägel drin. Egal, wir machen weiter. Hier könnte noch ein bisschen was sein. Weiter geht's. Das Wort neues Glück. Können uns direkt wieder einen Schwarm begrüßen. Moin Meister. So, was haben wir gefunden? Als erstes haben wir hier so ein, ich denke mal, von vielleicht einem Zaun oder sowas gefunden. Aber noch viel cooler ist, ja, was ich ja wirklich seit meinem ersten Video nicht mehr gefunden habe. Und zwar einen ziemlich fetten Futterkorb. Also ja, das ist ein Futterkorb, da wird Futter reingemacht, dann an die Angel gehangen und zack, ins Wasser geworfen. Damit werden dann die Fische angelockt. Ziemlich geil. Freue ich mich. Ist ein guter Fund. So, Freunde, neuer Tag, neues Glück. Wir haben einen geilen Spot gefunden und ich würde sagen, wir holen da wirklich heute mal was raus.
Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist nahezu 100%, dass wir heute was Spannendes rausholen. Also bleibt dran, Freunde, ich habe richtig Bock. Wir schnacken nicht lange drum herum. Let's go. So, Freunde, es ist zum ersten Mal passiert. Wir haben ein 2-Euro-Stück einfach dran. Ich habe noch nie ein Euro-Stück am Magneten dran gehabt. Oh, ja, ja. So, Freunde, mittlerweile findet man nicht mehr nur Bierdecke, sondern gleich komplette Bierflaschen hier. Zumindest fast komplett. Das ist mir auch noch kaputt gegangen. Nicht gut, nicht gut. Ja, viele Bierdecke, aber das hier ist nice. Das sieht mir nach einer ziemlich coolen Münze aus, tatsächlich. Oha. Die sieht von 1993, oha, was haben wir hier für eine schöne Münze gefunden? Oh, was steht da drauf? 10? Perfekt. 10 irgendwas, egal. Aber die behalte ich, die finde ich nice. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das sein könnte. Da steht's. Das ist definitiv nicht unsere deutsche Sprache. Das gefällt mir, finde ich nice. Gucken wir mal, ob wir hier noch sowas rausholen. Oh, die ist nice. Warum, Digga? Naja, okay. Noch was haben wir hier dran? Ja, ansonsten nichts mehr Spannendes. Aber das gefällt mir doch wohl, ne? Das ist interessant. Nice. Weiter geht's. So, was haben wir jetzt gefunden? Es handelt sich hier um einen Kescher. Ziemlich interessant. Sind aber, glaube ich, nur Muscheln und sämtliche Kronkorken drin. Ah, schade. Wäre cool gewesen, wenn ich da noch was Spannenderes gefangen hätte. Ja, und mal wieder fast eine komplette Flasche. Unglaublich, Freunde. Schmeißt bitte nicht so ein Zeug ins Wasser. Na gut, weiter geht's. Ja. So, haben wir mal wieder was Interessantes gefunden. Ein Fahrradgestell. Nice. Ist, glaube ich, auch nicht leicht bau. Das war ziemlich schwer tatsächlich. Ja, mal gucken, was hier noch so rauskommt. Das ist ein ziemlich geiler Spot, also da kann echt noch einiges rauskommen, glaube ich. Weiter geht's. Alter. Ja, das ist ein Ausleihfahrrad. Glaube ich. Müdelstreich. Ja, genau. Die liegen ja mit Wasser einfach nochmal eine Tonne schwerer. Aber das ist doch nice. Fällt mir. Alter, das ist schwer. Alles aber kein Leichtbau. Bike Nummer 2. Perfekt, alter Mangel. Tschüss. Ja, Freunde. Ah, wie willst du das jetzt hier hochbekommen? Ja, stark. Dann würde ich sagen, es geht auch weiter. So, Freunde, wir haben wieder ein Magnet rausgeholt. Es war wieder ein Stuhl dran. Und noch was höchst Interessantes. Ja, ist ein einfaches Küchenmesser, aber ich denke mal, wenn es nur in der Küche benutzt wurde, dann wird es hier bestimmt nicht reingeworfen. Sieht auch selbst geschliffen aus. Die Spitze ist ganz schön spitz. Also, ich weiß nicht, so sieht, glaube ich, kein Küchenmesser aus, oder, Freunde? Schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, das ist ein bisschen selbst geschliffen. Interessant. So, da wurden wir damals die Aggressionsprobleme nicht ganz gelöst. Da hat er den Fidget Spinner einfach ins Wasser geworfen. Ja, Fidget Spinner, okay, interessant. Und ansonsten, ey Leute, wir haben heute so viele Bierdeckel gefunden. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr schätzt, was wir vielleicht schon anhand dieser Codes, die da drunter stehen, vielleicht gewonnen haben können. Wenn wir alle Sachen angeguckt hätten. Ey, schreibt es mal in die Kommentare, das würde mich echt interessieren, was ihr so denkt, was man damit schon hätte alles gewinnen können. Vielleicht auch einfach gar nicht. So, Freunde, das ist der letzte Fund für heute. Wir gucken uns erstmal die Bierdecke an. hier. Ein Löffel dran. Haben wir hier Silber? Nö, ist einfach Ikea. Nice. Und das war's komplett. Ja, wir haben natürlich wieder alles gehofft bei dieser Schatulle hier, die wir hier gesehen haben. Aber an der Rückseite hat man ja direkt erkannt, das war wohl nichts. Was auch immer das vorher war, würde mich tatsächlich mal interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Und ja, ansonsten würde ich zur Abmoderation übergehen. So, Freunde, das war's mit dem Video heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es uns natürlich mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht da gelassen habt. Aktiviert natürlich die Glocke, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich jeden Freitag 14.30 Uhr, sofern ich es schaffe, ein Video hochladen. Mit Corona ist gerade ein bisschen schwierig. Heute ist aber, denke ich mal, ein ziemlich geiles Video online gekommen. Wir haben ziemlich viel gefunden. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie uns. Und ja, schaut in der Videobeschreibung nach. Instagram von mir und Tobi ist verlinkt. Schaut auch nochmal bei Henry Krause vorbei, der Ersteller meines Intros. Auch alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend. Wann auch immer ihr dieses Video hier schaut, das war's von mir und Tobi. Und tschüss!